Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe hier eine Aufnahme gestartet. Weil vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht kann man das sogar noch irgendwo, diesen Kabel, vielleicht kann man das sogar noch auf YouTube hochstellen. Ich habe ja am Mittwoch die Drum-Reaction, die Track-Reaction für einen Song der Scorpions von deren neuem Album, was bald rauskommt. Und da wollte ich die Drums nochmal so richtig schön haben. Und ich baue jetzt noch ein kleines bisschen um, wollte die Fälle wechseln und auch die Becken. So. Hey, Sam, did you get it? I want to exchange the cymbals and the drum heads of my drum kit because of the track reaction for the Scorpions, which will happen upcoming Wednesday. So, das ist doch mega. Und da muss ich auch noch was dazu aufzeichnen, dass diese Ankündigung für Social Media und sowas wollen die haben. Aber erstmal begrüße ich Menschen. Percy86 ist da, Quarter Mac ist da, Enro98, subbt hier hart rein, wirklich so richtig hart reingesubbt. Grüße zurück. Kuckuck, Set Icarus, hallo. Action Trigger, Thorsten, Arschkind, 42. Arschkind, ich grüße dich. Paperina07, alle da. Whoop, schreibt das Sid. Also erstmal muss ich auch sagen, es war ganz schlecht. Enero ist schon 2 Monate dabei. Danke dafür. Und Sid Icarus ist 15 fucking Monate am Start. Das ist ziemlich lang, muss ich sagen. Crazy. Jam the German. Sam. Jam the German. What a lovely name. 2 Monate am Start. Herzlichen Dank. Cool. Guten Morgen und liebe Grüße aus dem Homeoffice, schreibt Mara Lea Jade. Bierbauch Dennis 1987 schreibt ja moin und ja. Also ich werde jetzt Becken austauschen, werde mir die Schlagfälle austauschen und erzähle euch ein bisschen was dafür. Ich habe auch schon diese Kamera vorbereitet. Ist die nicht wundervoll? Sam, this is the camera for exchanging the cymbals and the drum heads. It is a lovely... Musik lauter als Voice, sag das doch gleich. Music was too loud. No, it seems to... To fit? Sam. Jam the German, du wirst gegrüßt von Sam. Siehst du das? Hier ist einfach, das ist, wir verbinden hier die Kontinente, die Länder. Super gut. Also gucken wir mal. Kamera ein bisschen geiler aufbauen. Ein bisschen geiler könnte ich schon machen. Vielleicht so. Vielleicht so. Ist es das? Ja, ne? So, warte. So? Ja. So müsste es doch gehen. Cool. Jetzt kurze Frage. Ich mach Musik ein bisschen lauter wieder. Vielleicht so? So müsste es doch gehen. Ich gehe mal einmal zum Mikrofon hinten, ob ihr mich dann hören könnt. Hello? Is this on? Is this microphone on? Do you hear me? Hello? No? Yes? Müssen wir den Chat aufmachen? Ich bin immer richtig froh, wenn Sam da ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Bin immer richtig froh. Not on. Hello, do you copy? Hello, maybe it will work right now because I'm not so dumb. Maybe I'm not so smart as I look, but I'm not so dumb as I feel. You know, that's the difference. Have you stopped skateboarding since you had to change studio? It's so sad, what happened? Yes, a little bit, because I'm not able to skate at this place right now because the area is too small and it won't work at all
But when the weather is starting it's getting better and sun will come out and it's a bit drier outside, then I will start to skate again, because in Hamburg the weather is super wet. It's raining all day long, all nights long. Therefore, yes, it's a short break in my skateboarding career. Okay, lass uns die Sachen wechseln. Chat, womit fangen wir an? Machen wir erst die Fälle oder erst die Becken? Was wollt ihr machen? Sam, for you as well. What should I exchange first? The drumheads or the cymbals? Ich weiß es nicht. Fangen am Anfang an. Ja, wo ist der Anfang? Am nervigsten sind die Schlagfälle, die Fälle. Erstmal Unboxing. Nashi82, vielen Dank. Becken geht flotter. Ja, nervigste sind die Scheißfälle. Das ist richtig Pain. You're the boss. Okay, dann die Fälle. Sam, we will start with the drum heads because it's super annoying to do that. It annoys me. The thought of it alone make me feel really sick. Ist ja kein Verbrechen, wenn man hier rein abonniert, ne? Nee, gar nicht. Krauter36, vielen Dank. These are the drum heads. Oh, an additional cymbal clamp. Awesome. Moon Gel. Five pairs of new sticks. That's it. Hier ist schon wieder ein Weg, was? Brauch ein bisschen. Chat, ich glaube, wir fangen mit der kleinen Tom an. Mercerin, vielen Dank fürs Abo, sehr nett. Endlich das Jahr voll, 12 Monate, das ist krass, ein gutes Achievement. 12 Monate, das ist wirklich Premium. Ich fange mit der Hänge-Tom an. Ich entferne jetzt erstmal das Fell. Sam, I will lose the rim. Wer alte Felle haben will von mir, ja? Kann sie kriegen. Die sind einfach Müll, weil ich sie kaputt gespielt habe. Ja,
warum die Fälle wechseln, fragt ihr euch, ne? Ich zeig's euch gleich. Ich habe jetzt schon von den Drum Sessions jeden Mittwoch, da habe ich sie schon ganz schön ramponiert und ganz schön zerstört. Ist eigentlich nicht, eigentlich dürfte das nicht passieren, aber ich habe anscheinend sehr ekstatisch gespielt. Klar kann ich unterschreiben. Ey, wenn ihr das ernst, also klar. Easy. Aber ihr müsst mir Porto zahlen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe quasi vier Fälle. Ich könnte vier Fälle abgeben. Aber ist das wirklich was, was ihr haben wollt? Ich will jetzt nicht mal Müll einfach loswerden. Ich kann es einfach in die Mülltonne schmeißen. Ist auch kein Problem. What's it like in Germany now? Angela Merkel isn't in the role. Miss seeing her on TV. She was there for so many years. Sam, that's right. But as you know, this channel is not the best address in terms of talking about politics. Therefore, I would say besides the fact that she isn't on TV right now, I don't have any feelings on that, to be honest. But maybe my viewers here can help you. What's the situation in Germany right now? Angela Merkel is now playing drums in her new grindcore band, which is called, I have no idea. Paperina, ich kann dir gerne The große Coalition aus The Merkels. Okay, sorry, I know nothing about German politics. I didn't. It's, to be honest, it's not a shame. How's the situation in the UK? Ah, the supermarket's full of food and stuff. Is everything fine? What has happened since Great Britain isn't in the EU anymore. UK has that blonde lad who likes to party, that's right. They found traces of cocaine in his work toilet or something. And that is a shame for you, Sam? Maybe he's working more efficient. Hallo. Hallo, der Frin. Okay, das erste Fell ist gelöst. Jetzt seht ihr mal. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht so richtig erkennen. Dieses Fell ist noch relativ in Ordnung. Hier sind wenig kaputte Stellen, hier sind wenig Dellen drin. Das ist aber nicht so ein Fell, was ich grundsätzlich gut finde. Also ich nehme jetzt gleich auch ein anderes Fell, komplett anderes. Das ist transparent, so das ist cool, sieht auch schön aus mit so einem transparenten Drumset, aber ich hätte gerne ein gecoatetes Fell. Ich finde, das klingt irgendwie geiler. Und ja, weil ich zumindest zwei kaputte Felle habe, tausche ich dann alle aus, weil die sich so krass unterscheiden dann vom Sound. Ja, und das ist Mullengel, das dämpft das Ganze nochmal, reduziert Obertöne. Das mache ich später auch wieder dran, aber ich wechsle jetzt erstmal das erste Fell aus. Ja, Frisbee. Paperina, das kannst du kriegen. Kein Problem, schreib mir irgendwie eine DM oder so. Dann, sonst vergesse ich das. Hier steht drauf, Attack in der Mitte. Sustain ist auch mittig. Tone ist ein bisschen brighter, nicht dark. Und Durability ist auch in der Mitte. Also alles so mittel, aber ich finde es gut. Das ist ein neues Fell. Das ist ein weißes, schönes Fell.
Guten Morgen. Ey, wir wechseln hier die Drumfälle und bauen ein bisschen um. Und ich will es einfach nur nicht alleine machen, deswegen seid ihr jetzt da. Sind das Fälle von Nathan Evans? Ja, auf jeden Fall. Aber ich mag Fälle von Evans tatsächlich richtig gerne. Es gibt Evans oder Remo. Alles gut. So, aber ich mag die von Evans tatsächlich mittlerweile ein bisschen lieber. Früher habe ich immer Remo gespielt. Jetzt immer Evans. Ja, ist so. Schon kaputt gespielt, das ist normal. Also das ist ganz normal. Okay, nochmal zu Sam in Bezug auf, wie es mit Supermärkten in England gerade. Everything has gone up in price. We can't get hold of certain products because of Brexit. A lot of companies are keeping parts in Europe now and a nightmare to get hold of. Yeah, that's the other side of the medal. Yeah, what kind of products are missing, Sam? Like in a store? I think we got a lack of technical products as well, especially all products which concerns microchips, like graphic cards, cars, anything else which are very likely to use microchips. That's a problem. Wie lange halten Fälle im Durchschnitt? Also ich spiele ja einmal die Woche richtig lange, diesen Mittwoch immer. Das sind ja immer 5-6 Stunden, an denen ich permanent Trommel und sonst immer so ein bisschen. Aber wenn ich richtig drauf haue, so und dann halten die, weiß nicht, ein halbes Jahr oder so. Okay, certain food products, electronics, spare parts for vehicles, yeah, same. But it's the same in Germany, yeah? But maybe not so... problem is maybe not so big that it... but... I mean, compared to UK. But problem is still here. As well here. Ich mach's erstmal so mit den Fällen. Ich mach erstmal alle Schrauben handfest, ja. Und dann stimme ich sie der Reihe nach. Ich mache es eigentlich nicht so, wie das alle Leute sagen. Ich habe mir das irgendwie eigens angewöhnt. Und ich mache so, dass mir das Feld irgendwie gut klingt, damit es mir gefällt. Aber ich mache jetzt nicht so die Regel, wie jetzt alle sagen, immer so über Kreuz und immer nur ein kleines bisschen. Vor allem am Anfang, wenn die Fälle neu sind, ziehe ich die meistens immer ganz fest und mache sie dann wieder locker und dann stimme ich sie erst richtig, damit die einmal richtig Zug gekriegt haben. Mal gucken, wie das Fell gleich klingt. Munkel auf dem Becken, das ist eine schöne Idee. Das habe ich noch nie probiert. Thank you.
erstmal drauf und dann gucken wir mal weiter. Dann mache ich jetzt mal das nächste Fell und ich stimme das dann alles gemeinsam sozusagen am Ende, wenn alles da ist. Na, der Muggel ist immer geil. Wenn jemand zu fiepsig redet, einfach Muggel in den Mund. Okay, es stimmt tatsächlich. Ich finde das gut. Ich habe 2 Päckchen Moongel, also ich habe 12 Stück. Das heißt, ich könnte auch meine Becken, also ich kriege gleich auch einen kompletten Satz neue Becken drauf. Da kann man schon was machen, so ist nicht. Howdy, Alucard. I noticed over Christmas how small the cauliflowers were and how much they cost, but they were imported from France. Meat has doubled in price, especially beef. Really, doubled. That means you have to go to McDonald's. Klingt gleich viel geiler, aber es ist zu hoch, bestimmt. Go vegan. That's a good point. Go vegan, please. But try to be vegetarian. Vegan is maybe too hard. What should I say? McDonald's, Burger King, it's all crap, but it's a shame to say that, but sometimes, I mean, maybe once a year maybe, I like a Big Mac. I like eating it, but sorry to say that, I'm honest here. Sometimes there's a fat craving. Vegan is easy. I don't miss anything, but everyone should live like they want. Yeah, that's for sure. That's right. Sure, but let's not get into detail in this chat. There is not the right place for this kind of discussion. Hallo, real Jack White. Es wird gleich so gut klingen, das Schlagzeug. Sam. What would help me is, could you give me a text? Could you prepare a text for me, like an introduction for the for announcing the Scorpion stream in a proper English? That would be nice. I would like to say that I will do a track reaction for Scorpion's upcoming album, and that means I am the first one besides the inner circle who is able to listen to an upcoming track, and I will play drums on it. Something like that. And now in proper English. Oh well, homework for everyone here. Love Big Macs. Haven't had one in ages. After lockdown, there are huge queues of cars at the drive-in. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe mittlerweile einen guten Kumpel bei Universal, der ganz viel macht. Und da kommen auch zukünftig wieder coole Sachen zusammen, die ich ihm machen kann. Und auch in Bezug auf mit dem Auto rumfahren und so. Und ja, da werden coole Dinge passieren. Und es macht jetzt keinen Sinn zu erzählen, was sein könnte. Ich bin immer Freund davon, Dinge zu erzählen, die auch wirklich passieren. Oder wenn sie abgesagt wurden, dann zu erzählen, was hätte sein können.
Aber zum Beispiel bin ich jetzt schon wieder sauer auf Corona, weil am 5. Februar hätte, also es wird nicht stattfinden, aber es wäre stattgefunden, wenn wir nicht Corona hätten, also wenn es ein bisschen weniger, stark gewesen wäre mit Inzidenzen und so, dann wäre ich am 5. Februar nach London geflogen, um dort mit Johnny Knoxville, kein Scheiß, ist auch wirklich bei Management und so abgesegnet gewesen und so, um mit Johnny Knoxville Spiele mit Schmerz zu machen. Also natürlich als Promo für deren neuen Film, aber es passiert halt nicht. Weil wir halt zu krasse Inzidenzen haben. Ist halt blöd. Aber ja, das... Da war ich auch, das ist letzte Woche abgesagt worden. Und natürlich auch für Rocket Beans cool gewesen. Renk hatte auch schon richtig Bock und ich hätte Walle mitgenommen. Walle und ich gegen Johnny Knoxville und Jeff Tremaine was zocken können. Real Jack White schreibt gestern was niedlich mit Nils, geil. Ja. Ey, es wird schon besser. Ich wollte jetzt keinen Rumgeheule aufmachen. Ich wollte euch nur erzählen, es gibt so Situationen, die finden einfach gerade nicht statt, die halt cool gewesen wären. Und das nervt halt ein bisschen. So. Genau das gleiche Gamescom vor 2 Jahren, wenn die stattgefunden hätte, hätte man wahrscheinlich auch was mit Tony Hawk machen können, weil so ein neues Spiel rausgekommen ist. Naja. Mein musikalischer Werdegang wird hier gerade gefragt. Ich kann dir da nur zu erzählen, dass ich als Kind schon immer mit so Quatschinstrumenten von Disney was gemacht habe. So ein Quatsch Akkordeon, Quatsch Keyboard, so ein Zeugs hatten wir immer. Meine Schwester hat Saxophon gespielt, mein Bruder Trompete und mein Bruder hat auch Akkordeon gespielt. Das kann er überhaupt nicht mehr übrigens. Alles verlernt. Und ich sollte damals als Kind, also ich spreche jetzt von der Zeit so, keine Ahnung, so ab 7, Keyboard lernen. Und fand das eigentlich auch erstmal ganz okay, aber dann irgendwann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr. Fand ich den Lehrer auch irgendwie scheiße so. Das hat mir dann gar keinen Bock mehr gemacht. Und dann wollte ich immer Schlagzeug lernen. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube wirklich, weil ich das irgendwo gesehen habe, Quellekatalogmäßig so. Durfte ich aber nicht. Und dann bin ich irgendwann auf die weiterführende Schule gekommen, also Gymnasium gekommen und dann mit Leuten aus höheren Jahrgängen irgendwie Kontakt gehabt und die hatten einen Proberaum. Und da bin ich dann mal mitgekommen, habe mein Schlagzeug gesetzt und war sofort verliebt. Und das war so mit 14 ungefähr. Und seitdem spiele ich Schlagzeug, also Step by Step. Hab dann mir in den ersten Sommerferien habe ich dann Fliesen gelegt tatsächlich bei einer Firma, die eigentlich was ganz anderes macht. Habe ich mir ein bisschen Geld verdient, habe mir dann mein erstes Schlagzeug geholt und dann die Sommerferien immer ein besseres Schlagzeug geholt, hatte ich eine kleine Band und so weiter und so fort. Ja. Sowas. Musik ist wieder so laut. Echt? Wie kann das denn sein, dass die auf einmal laut wird? Naja. Thank you.
Haben dich dann noch ganz bestimmte Drummer beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. Ich war immer schon verliebt in Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers. Fand ich schon immer geil. Finde ich auch immer noch, ist immer noch mein Favorite Drummer. Da muss ich sagen, ja klar, auch so ein Travis Barker oder so. Hammergeil. Aber Chad Smith war schon immer mein Favorite, muss ich sagen. Ja, weißt du zufällig, wann das Weihnachtsspecial war, an dem Colin und Lara gesungen haben? Mm. 2016 oder so? 2017? Keine Ahnung. Irgendwie sowas würde ich jetzt schätzen. Jeder Schlagzeuger kann ein bisschen polyrhythmisch spielen, das ist kein Problem. Aber die Frage ist, wenn man das jetzt souverän mit Ja beantwortet, auf die Frage, kannst du polyrhythmisch spielen, dann geht die Frage schnell in so eine Richtung, kannst du Tool spielen, kannst du das? Und da bin ich nicht der Typ für, glaube ich. Also weil, ich fühle bei den Liedern nicht so viel, versteht ihr? Es gibt, das ist auch so eine Typsache. Zum Beispiel Micha hier Reinke, der liebt sowas. Es gibt ganz viele, die einfach das so unfassbar geil finden. Und mir gibt das einfach nicht. Also ich habe noch nicht mal Bock, mich hinzusetzen und das zu üben. Also es ist einfach so ein, ich empfinde dabei nichts, außer dass ich natürlich staune, wie gut der Drummer ist. Klar. Aber vom Gefühl bringt mir das gar nichts. Meine Tochter durfte auf der Gamescom mal deine Nebelmaschine bedienen. Kurz danach hat sie mit Schlagzeug angefangen. Was überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Aber ich find's geil. Seitdem ist mein Kleiner bei Rocket Beans am Start. Er wollte auch dieses Lied im Leerlauf hören. Tool oder was? Ey, danke schon, Flonitz. Vielen Dank, sehr, sehr nett. Ja, du warst gerade am Schlagzeug spielen. Ach so, okay. Ja, dann ist doch cool. Freut mich sehr. Nee, das von Colin.
Ey, dieses Fell ist schon richtig im Eimer, das zeige ich euch gleich mal. Ihr merkt schon, Felle wechseln dauert einfach ein bisschen. Ich glaube, ihr könnt es auch nicht sehen, aber das ist richtig wellig in der Mitte. Das heißt einfach, dass ich es A, zu schwach gespannt habe und dann B, mit zu viel Kraft draufgehauen habe, dass es kaputt ist. Normalerweise muss ein Fell so nicht aussehen. Sonst, wenn man das vom Winkel zu spitz hat, zu schräg hat, dann kriegst du auch solche Dellen. Aber die Standform ist flach und deswegen war es einfach zu viel Power. Und aber ich will die eh wechseln und ich mag auch dieses Fell nicht so richtig gerne. Dementsprechend passt das schon. Aber ihr merkt, wie lange das dauert, so ein Fellwechsel vom kompletten Kit. So, jetzt habe ich alle wieder mit der Hand festgezurrt. Unser Drummer hat früher immer Taschentücher auf die Felle geklebt. Ja, das kenne ich. Das funktioniert auch. Aber jetzt gibt es halt dieses Moongel, was halt geil glitschig ist. Macht Bock. GAMETVO, die allerbeste Gaming-Show. Meinst du das? Ist ein Klassiker. Ja. Grüße aus dem Homeoffice. Kommt alle gut in die neue Woche. Ja, auf jeden Fall wünsche ich auch. Sam, are you still with us? The third Tom. Has been exchanged. I mean, the drum head has been exchanged. Super. Klingt super gut. Diese Felle gefallen mir einfach besser, muss ich sagen. Hat irgendwie so eine schöne Wärme, so dass es irgendwie geil. Klingt einfach richtig fett so. Hast du auch neues Bassdrum-Fell? Nee. Müsste ich aber fürs Schlagfell eigentlich auch mal machen. Aber hatte ich jetzt noch gar keinen Nerv zu. Und es ist auch noch nicht so kaputt, dass ich es wechseln wollte. Okay, für nur die Snare. Snare ist nämlich auch richtig durchgeballert. Thank you.
Gerne noch wegen dem Sub, macht immer wieder Freunde. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Schön. Ich meine, ich mache gerade, ist ein richtiger Dulli-Stream. Eigentlich beschäftigt ihr mehr mich gerade, weil ich einfach hier nicht allein das machen wollte. Und cool, dass ihr auch gerade da seid. Ist jetzt nicht so super spannend. Ist ein bisschen, ich mache hier meine Tätigkeiten, ihr seid dabei. Wird auch kein langer Stream werden heute, aber ich dachte, vielleicht kann ich die Drums schon mal fertig machen. Wie viel hat dein Schlagzeug so gekostet? Nur das Shell-Set, also nur die Kessel, 2K circa. Aber du kriegst günstiger Drumsets, die auch funktionieren. Auf jeden Fall. Machst du ein bisschen Heinrich heute? Ich muss gleich, also um 12 Uhr habe ich ein Meeting und ab dann muss ich auch viel Rocket Beans Zeugs machen, weil diese Woche steht wieder viel an. Wir haben Donnerstag Skill Arena und das wird natürlich wieder verrückt und deswegen, da brauchen wir noch ein bisschen, das braucht noch ein bisschen Energie. Und Mittwoch habe ich ja hier meinen Scorpions Reaction Stream, da wollte ich auch noch ein bisschen was vorbereiten. Und am Freitag fahre ich für ein paar Tage Snowboarden. Nur 3 Tage, also nicht lange. Aber darauf freue ich mich auch. Und da muss ich halt, da habe ich dann sozusagen frei. Da muss ich die Woche ein bisschen komprimiert erledigen. Ja, Österreich natürlich. Ja, so ab 600 Euro wird es ganz ordentlich. Ich denke, bei 1500, 2500 ist, kannst du auf jeden Fall viel, viel Gutes machen. Snowboard-Stream oder was? Ey, wenn sich's anbietet und ich Netz habe, kann ich auf jeden Fall mal live gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich versuche, die Fahrt, weil ich ganz lange erstmal Zug sitzen werde, alleine. Vielleicht haben wir da ja Netz, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich da was streamen, mal gucken. Dieses Feld ist komplett verzogen. Hast du eine Weitwinkelkamera? Du meinst zum Snowboarden? Eine GoPro habe ich. Wenn du skaten gehst, spielst du auch Skate mit anderen? Nee, ich bin eigentlich beim Skaten oftmals so für mich. Und jetzt gerade habe ich auch schon lange nicht mehr skated. Ansonsten kannst du auch Instagram-Zeugs machen, so ein AMA im Zug oder so. Das ist eine gute Idee, stimmt. Danke, Sid. Ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis wird dann auf jeden Fall schlechter. Ja, habe ich auch so verstanden. Aber na klar kannst du dir auch ein Mahagoni-Schlagzeug kaufen. Für 6K oder so, es geht alles. Ninklas, vielen Dank für deine 4 Monate, die du schon hier am Start bist. Sehr, sehr freundlich. Merci beaucoup. Ich skate auch gerne mit anderen, nur meistens mache ich dann so eine schnelle Runde und dann bin ich halt alleine, weil keiner so kurzfristig kann. Hier seht ihr es richtig. Das ist komplett durchgewobbelt. Mal sehen. Und hier ist auch eine ganz fette Macke drin und hier ist eh schon alles abgetragen. Also das Fell ist einfach im Eimer. Und dafür gibt es jetzt ein neues. Ich pass auf jeden Fall. Vielen Dank. Aber ich habe auch Bock.
viel Kraft in den Armen gehabt oder ist das normal? Nee, das ist schon normal. Also klar, es gibt Drummer, die spielen Jazz oder Soft oder so, da wird das nie passieren, selbstverständlich nicht. Aber es ist bei mir irgendwie auch, ja, beides so ein bisschen. Also klar haue ich da auch manchmal zu krass drauf, zu doll eigentlich, weil es vom Sound keinen Unterschied machen würde. Aber ja. Hast du von Anfang an im Stehen gespielt? Nee, ich habe irgendwann umgestellt tatsächlich. Ganz am Anfang habe ich gesessen. Ich könnte mich auch wieder hinsetzen, aber ich finde es im Stehen eigentlich ganz cool. So. Mein Drumlehrer hat damals auch ganz stolz von seinem handgeschlagenen 1.300 Euro Ridebacken erzählt. Er hat es so verliebt angeschaut, war von ihm ein verstorbener Italiener. Oh Gott, oh Gott. Ey, ich sag euch eins, ihr könnt mit einem 50-Euro Schlagzeug mit guten Fällen einen guten Drumsound haben. Ist echt so. Bei Becken sieht's anders aus. Da brauchst du auf jeden Fall mehr Qualität. Beim Becken kannst du nicht viel tunen, ne, das ist halt so. Und das hat auch meistens dann so störende Komponenten, wenn das ein Billo-Becken ist. Ich habe da jetzt auch keine High-End-Becken drauf, ne? Sage ich euch ganz ehrlich, aber für mich sind die cool. Ist es schwerer am Stehen? Nö, ist es komplett, also ist Gewöhnung, nee. Ist nicht schwerer. Manche Sachen gehen halt nur nicht im Stehen. Da könntest du sagen, es ist schwerer. Es wird schwerer sein, Double Bass zu spielen, weil es einfach nicht geht. Aber sonst ist es genauso, wie man es gewohnt ist. So, Snare mache ich brutal fest. Die knalle ich so richtig an. Dementsprechend ist es jetzt gerade auch erstmal okay, dass die fest angezogen sind mit der Hand, aber jetzt werden die richtig, richtig heftig tight gemacht. Ein Jahr geiler Scheiß oder was bei Werk? Geil. Hammer, vielen Dank. Meine Frau sagt immer, den Micha mögen bestimmt Kinder. Klaro. Warum auch nicht? Der Willy Wonka von RBTV. Ja, ganz so krass ist nicht, aber ey, immer nett sein, Leute. Einfach nice durchs Leben gehen. Das ist, das hilft schon mal. Das hilft schon mal bei Mitmenschen. Und für einen selber auch, ehrlich gesagt. Die haben wir gleich, die Snare. Die muss aber, wie gesagt, schön straff. Für meinen Geschmack. Es ist immer Geschmackssache. Es gibt kein richtig und kein falsch. Dafür lässt er in Heinrich seine andere Seite aus. Ja, das stimmt. Heinrich ist ein Feini. Das wisst ihr ja alle. Thank you.
lassen wir es erstmal so. Dann geht's weiter mit dem Becken. Also erstmal die Becken runter, weil wir starten komplett neu. Kadian, wir haben gerade neue Fälle aufgezogen und jetzt werden noch neue Becken dazukommen, weil ich ja am Mittwoch diesen Drumstream habe für die Scorpions, so Promo für die. Und da will ich, dass sie alles schicko haben. Chat, was machen wir hiermit? Auch unterschreiben und raus damit oder Müll? Oder mache ich das so für Drumstream am Mittwoch, wer ein paar Song-Requests macht, so irgendwie Bitter auf der Evening oder so, kriegt das? An die Wand hängen? Ne, bei mir nicht, auf keinen Fall. So ein Scheiß kommt mir nicht an die Wand. Ich hätte so viele kaputte Becken. Ich habe nur keinen Plan. Vielleicht auch einfach Müll, ne? Ich schmeiß einfach Müll. Scheiß drauf. Kann sie schärfen, Mortal Kombat spielen. Kannst du machen? Bin ich aber raus. Müsst ihr selber machen. Okay, Becken. Muss man was tauschen. Kommt drauf an, wie du spielst. Eigentlich, also ja, Sticks gehen halt mal kaputt, Fälle gehen auch mal kaputt, Becken können auch mal kaputt gehen, aber eigentlich dauert das alles sehr lange. Und ich bin halt ein bisschen, ja, ich kenne mich ja, wenn ich spiele. Manchmal habe ich einmal ein bisschen zu viel Bock. Und dann kann sowas mal schon mal kaputt gehen. So, jetzt kommt Support. Jetzt kommt schöner Support von Thomann, weil
Ja, ich spiele ja hier die Sultanbecken gerade. Und das ist die Hausmarke von Thomann. Und das andere Päckchen, so die Felle und so, das kommt alles aus meiner Geldbörse. Aber jetzt kommt Support. Und darüber freue ich mich, weil Thomann hat gesagt, ey, komm, wir schicken dir mal einen Satz Becken rüber. Und dementsprechend packe ich das jetzt mal aus. Bin selber gespannt, was da kommt. Und die bauen wir jetzt auf. Es gibt anscheinend ein Stativ. Fange ich mal mit dem Stativ an. Okay, schweres Stativ. Kleines Splashbecken. 12 Zoll Splashbecken. Sultan F5. Okay, cool. Was haben wir hier drin? Schönes China. 16 Zoll China Becken. Ich habe noch nie einen China besessen. Wie baue ich einen China auf? Baue ich so einen China auf? Hängt das dann so? Hängt so ein China? Oder hängt das China so? Also ist die Schrift oben? Oder ist die Schrift unten? Chat. Ich habe keinen Plan. Auf dem Kopf? Ich habe noch nie einen China aufgebaut. Mal gucken, wer es weiß. Ist das so korrekt? So, okay. Ich glaube, Schrift unten. Schrift nach unten. Ja, okay. Das haben wir schon mal. Das gucken wir weiter. Und dann ist das hier noch ein Paket, nämlich ein Sultan-Beckensatz F5 Series. Okay, bin ich gespannt. Ich pack mal den Karton weg.
Schön. Schöne neue Becken. Ja, ich habe ein Meeting, ich weiß. Also, neue Hi-Hats. F5 Hi-Hat 14 Zoll von Sultan, Thomann Hausmarke. Ich bin super gespannt, wie es klingt. Das können wir jetzt heute nicht checken. Bottom steht drauf, das ist sehr nett. Und top kommt natürlich auch. Claro. Gratuliere zu einem geilen Zeug. Ich bedanke mich auch bei Thomann tatsächlich, weil es einfach schön ist, ein paar neue Becken zu haben. Ich meine, das eine war ja auch komplett im Eimer, es ging auch gar nicht mehr. Aber ich denke mal, für Mittwoch ist das auch ein schöner Grund. Schickes neues Becken, nice. Glänzt auf jeden Fall herrlich. So, dann das Crash, 16 Zoll Crash. Ich hatte ja noch das eine Funktionieren von der Q-Serie, von der Q-Series. Das ist 17 Zoll, das heißt, das kleinere, das höhere kommt nach links. Und jetzt kommt das Right. Das sind 20 Zoll Right Becken. Fehlt nur noch ein Platz für das Splash-Becken. Splash wäre eigentlich ganz geil, wenn das hier in der Mitte irgendwie wäre. Dafür habe ich hier so ein Adapter-Dingsi. Damit müsste es dann eigentlich gehen. Das heißt, dann würde ich das vielleicht mir an den basteln und dann so rüberkommen lassen oder obendrauf ginge auch, so als Stacker. Ich muss das mal schauen, wie ich es mache, um echt zu sein. Splash habe ich mittig zwischen den Toms hängen. Hier so, ne? Ich würde es auch irgendwo hier so machen, ehrlich gesagt. Muss ich mal gucken. Oder da, ein bisschen tiefer. Mal gucken. Also Splash habe ich auf jeden Fall noch, aber ansonsten sieht das schon ganz ordentlich aus. Ich glaube, so würde ich es machen. Irgendwie. Passt. Chat, ich muss ins Meeting. Erstmal tausend Dank an Thomann. Das werdet ihr dann ja im Stream bald hören, wie es klingt. Ich hoffe gut. Und so langsam füllt sich hier das Drumset mit Leben. Und das ist ganz geil. Und endlich ist das kaputte Becken raus. Finde ich auch ganz gut. Ja, Sultanbecken sind es. Ich habe mal hier in einer Stunde schon viel geschafft. Die Schlagfelsen sind ausgetauscht, finde ich super cool. Nimm noch kurz die Sticks. Ich weiß, dass ich da gut hinschlagen kann. Das passt schon. Ich bin nur gespannt, wie es alles klingt. Wenn ich jetzt anfange, dann verpasse ich das Meeting. Erstmal Meeting absagen, das geht nicht. Ich schicke euch jetzt mal direkt weiter. Wo wollt ihr hin? Habt ihr gerade einen Tipp? Wann geht's weiter? Ich weiß, ich kann es nicht versprechen, wann es weitergeht. Vorhersagen. Spätestens Mittwoch bin ich ja wieder hier. Ich lade dieses Video auch hoch, einfach aus Quatschgründen. Einfach, dass dann was passiert. Würde kein Schwein interessieren, weil es, glaube ich, sehr ununterhaltsam ist.
als VOD, aber ist egal. Der Kleine sagt das schöne Trommeln. Ja, Dankeschön. Dankeschön an den Kleinen.